Guten Morgen. Gestern Abend zu Gast bei Karin Miosga, der Kanzler, der noch Kanzler, Olaf Scholz. Ja. Vermutlich eine dieser Selbsteinladungen, die ja immer dann stattfinden, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist. Ja. Dann, wenn die Mächtigen, die ansonsten gerne schweigsam sind, plötzlich großen Redebedarf haben. Ja, weil die Bevölkerung angesichts des Zerstörungswerkes von der Fahne zu gehen droht. Ich glaube, so kann man das ausdrücken. Ja. Dann tauchen die dann urplötzlich immer in den großen Talkshows auf. Ja, natürlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo denn sonst? Und gestern war es eben wieder soweit. Ja. Die gute Nachricht lautet, Karin Miosga und Olaf Scholz, die scheinen sich überaus gut zu verstehen, ja, bestens zu verstehen, um es mal so auszudrücken, auch wenn sich beide schon eine gewisse Mühe gaben, das irgendwie ja, zu verbergen, was durchaus verständlich ist, denn ja, wenn sich die Spitzenvertreter der Medien und die Spitzenvertreter der Politik dermaßen gut verstehen, dann bringt das schon gewisse Probleme mit sich. Ja. Eine weitere Erkenntnis des gestrigen Abends lautet, dass Scholz die Vertrauensfrage eventuell doch noch in diesem Jahr stellen wird. Hurra! Ja, das wollte er bisher ja, wenn es denn irgend geht, in den Januar verschieben und angeblich wegen dringender Aufgaben. Ich behaupte, dass diese kolportierten, wichtigen Gesetzesvorhaben vorgeschoben sind. Ich glaube, der Scholz braucht vor allem mehr Zeit für die Operation Abendsonne. Ja. Viele treue SPDler, ja, treue Gefolgsleute brauchen einfach noch eine Versorgung. Ja. So macht man das ja in der Politik. Das ist quasi das Wesen der Politik geworden. Ja. Alle suchen da ja die Versorgung an der großen Titte des Steuerzahlers. Ja. Ja. Was kann man sonst noch zu diesem Scholz-Besuch sagen, dieser Auftritt da gestern? Ich fand es ja ziemlich uninteressant. Ja. Ich könnte mich über den Charakter des Kanzlers auslassen. Ich finde, der ist hier und da doch ein bisschen unschön aufgeblitzt. Ja. Wirklich, ja, was für ein Typ. Ne? Und langweilig, mein Gott, ist der langweilig. Der ist so öde und langweilig und wirklich zum Einschlafen. Ja, wie konnte so jemand jemals Bundeskanzler werden? Das ist vollkommen unverständlich. Der müsste eigentlich platzen vor lauter Integrität und Kompetenz. Nur so wäre das irgendwie zu erklären. Aber dem ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Der Typ ist korrupt und überfordert. Ja? Genau wie alle anderen da. Genau wie der Habeck und ja eigentlich ja alle. Ja, und wie kann das sein, fragt man sich. Ja, wie kann das sein? Es sind die perfekten Marionetten für den Lehnsherren in Washington. Ja, im Zusammenspiel mit diesen Medien. Ne? Die sind jetzt nicht handverlesen, das sind Strukturen, die sich herausgebildet haben. Und auch das wurde gestern ja immer wieder deutlich. Ja? Washington bedeutet übrigens nicht Donald Trump, um Gottes Willen. Nein, das muss man unterscheiden. Also ganz im Gegenteil. Washington bedeutet in diesem Fall die Feinde Donald Trumps, der tiefe Staat der USA, die Geheimdienste, die großen Medien, die Stiftungen, die Thinktanks, ja, all diese Globalisten und möchte Weltbeherrscher. Das ist Washington. Und diesem Washington liegt die deutsche Politik zu Füßen. Ich meine wirklich buchstäblich sklavisch zu Füßen. Ja. Sie werden auch nicht müde, uns das zu sagen, immer wieder, ja, auch gestern, wie ich meine, bei Miosga, mehrfach. Und vor Olaf Scholz gestern hat Robert Habeck es in genau der gleichen Art und Weise auch schon mehrfach ja, klargestellt. Ja. Die oberste Pflicht Deutschlands, quasi die neue Staatsräson, ist jetzt die Unterstützung der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine. Ukraine über alles. Dafür gehen Sie aktuell arbeiten. Dafür zahlen Sie jetzt Steuern. Ja? Achten Sie diesbezüglich doch mal auf die Art der Kommunikation. Ja? Besonders dieser beiden Polit-Halunken, ja? Scholz und Habeck. Ja? Diese Kommunikation ist haarklein aufeinander abgestimmt und höchst interessant. Ja? In der Sprache von Scholz und Habeck ist ein Ende der Unterstützung der Ukraine ausgeschlossen. Und zwar ohne
diesen Punkt in dieser Form überhaupt direkt anzusprechen. Das würde die dummen Bürger nämlich nur mit der Nase auf das Thema stoßen. Und das will man ja vermeiden. In der Kommunikation wird die Unterstützung der Ukraine zu einer Stelle im Haushalt, wie zum Beispiel die Bildung oder die Rente. Oder, also etwas völlig Selbstverständliches, das niemand Vernünftiges ja auch je hinterfragen würde. Die Renten, die befinden sich gemäß ja, Leuten wie Scholz oder Habeck auf der gleichen Ebene wie die Milliarden über Milliarden über Milliarden für diesen Krieg in der Ukraine. Ja? Das ist, was die Verpflichtung des Staates angeht, quasi das Gleiche. Ja? Eine Aufgabe dieses Staates. Diese Aufgabe muss selbstverständlich, ganz natürlich von den Bürgern gestemmt werden. Muss von den Bürgern gestemmt werden. Die werden auch gar nicht gefragt. Nein, Gottes Willen. Ja. Wo kommt man denn da hin? Ob die wollen oder nicht. Das ist eine selbstverständliche Tatsache und wird entsprechend präsentiert. Das darf nicht hinterfragt werden. Und in der Kommunikation wird es genau so bereits herübergebracht. Ja. Dieser Punkt ist bereits in der Art und Weise, wie er kommuniziert wird, beziehungsweise nicht kommuniziert wird, ausgeschlossen. Ich rate Ihnen dringend, hören Sie sich an, wie der Habeck das Ganze präsentiert oder wie auch gestern ein Scholz das präsentiert hat. Und Christian Lindner, ja, das ist ja der Böse, ja, jetzt medial in diesem Schmierentheater ist er der Böse. Dieser Christian Lindner, der war angeblich nicht bereit, diesen selbstverständlichen Haushaltspunkt, ja, der Krieg in der Ukraine, den über neue Schulden zu finanzieren. Lindner wollte diesen selbstverständlichen Haushaltspunkt Krieg anderswo einsparen. Ja, so lautet die offizielle Version des Schmierentheaters. Ja, gestern vom Kanzler in genau dieser Form wiederholt, übrigens gleich mehrfach. Ja, das ist der Krieg des Lehnsherren. Und wir haben ihn zu bezahlen. Da gibt es buchstäblich keine Diskussion. Ne? Die Diskussion ist ausgeschlossen. Ne? Dieser Punkt wird schon in der Kommunikation so verankert, dass die Bürger möglichst gar nicht in der Lage sind, das überhaupt zu hinterfragen. Ne? Dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen. Es ist abstoßend, aber auch überaus raffiniert, wie ich finde. Ne? Vergessen Sie den Zeitpunkt der Vertrauensfrage. Das ist nicht wirklich interessant. Ne? Das ist das übliche Korruptionstheater. Und dass es darum geht, ja, sollte Ihnen eigentlich schon klar machen, das ist nicht der wirkliche Punkt. Der wichtige Punkt ist, Deutschland bezahlt den Stellvertreter der US-Amerikaner, den Stellvertreterkrieg der US-Amerikaner. Das war gestern, wie ich finde, ein weiteres Mal der wirklich interessante Punkt. Und um den sich auch ganz vieles drehte, aber ohne ihn direkt anzusprechen. Natürlich nicht. Ne? Da wird immer schön umschifft. Ne? Sonst kommen die Leute am Ende noch auf Ideen.